Also, alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Es ist nicht ganz so richtig, dass Lukas nicht dabei war, denn als die Mauer fiel 1989 am 9. Oktober, ich weiß noch genau, ich war damals junger Pfarrer, wir waren eingesetzt in einem Dorf zwischen Bremen und Hannover. Das heißt, es waren eigentlich zwei Dörfer, die zu dieser Pfarrstelle gehörten. Und ich erinnere mich noch dunkel an diesen Abend des 9. November 1989, als plötzlich das passierte, was niemand für möglich gehalten hätte. Unvorstellbar, diese Mauer, die so undurchdringlich schien, diese Mauer, an der Hunderte von Menschen ermordet worden waren, wenn sie von Ost nach West über diese Mauer flüchten wollten, diese Mauer fiel plötzlich und plötzlich waren die Grenzen offen. Das war für uns unvorstellbar und ich erinnere mich noch daran, an diesen speziellen Abend, auf den dann viele andere Abende folgten. Also man kann sagen, Lukas war indirekt schon dabei. Also wir waren dort, wie gesagt, in dieser Pfarrstelle zwischen Hannover und Bremen, November 1989, und im April 1990 wurde Lukas dann geboren. Also du warst schon dabei, aber du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Sehr spezielle Situation, für mich gewissermaßen auch eine Zäsur, ein Einschnitt, weil nämlich dann im Grunde genommen knapp 30 Jahre vorher, als die Berliner Mauer hochgezogen wurde, 1961 im August, ich war ja 1961 im April geboren, da waren wir gerade zu Besuch bei meinen Großeltern mütterlicherseits und da lag ich in meinem Babykörbchen ganz unschuldig auf der falschen Seite der Mauer, wenn man so will. Also auf der Ostseite. Die haben uns dann natürlich wieder rausgelassen, weil ich laut genug geschrien habe. Aber das heißt, wir haben eine gewisse Verbindung dorthin. Und 30 Jahre später fällt dann diese Mauer. Und heute, liebe Leute, sind wir wieder rund 30 Jahre später. Und wir fragen, was hat sich seitdem getan? Das konnte man sich damals nicht vorstellen. Ein bis an die Zähne bewaffnetes System scheint von heute auf morgen auseinanderzubrechen. Innerhalb weniger Tage. Und es ist ja bis heute nicht endgültig geklärt, wie das möglich wurde. Was die letzten Auslöser waren. Welche Rolle Gorbatschow dabei gespielt hat, zum Beispiel. Ihr müsst euch vorstellen, die DDR, ein perfekter Überwachungsapparat. Wir haben regelmäßig unsere Verwandten dort besucht, fast jedes Jahr. Und oft war es so, wenn man in einer Wohnung jemanden besucht und er einem etwas Kritisches sagt, da hat er das Radio lauter aufgedreht, damit der Nachbar in der Nachbarwohnung das nicht hörte. Daran sah man einmal, wie dünn die Wände waren und zum anderen, wie unsicher viele Menschen waren, weil sie nicht wussten, wenn das, was ich jetzt sage, mitgehört wird, was kann daraus möglicherweise für mich an Konsequenzen folgen. Eine eingeschlossene Bevölkerung, überwacht von einem, ja, für DDR-Verhältnisse perfekt organisierten Stasi-Apparat. Und trotzdem haben es viele Menschen nicht ausgehalten und haben ihr Leben riskiert, um rauszukommen aus diesem Land, weil sie den Druck, die Repressionen, die Einschränkungen, die Unfreiheit kaum ertragen konnten. Man redet von rund 100.000 Fluchtversuchen. Die Statistik sagt, dass von 1960 bis 1988 71.000 Leute Strafen wegen Republikflucht bekommen haben. Also es war sozusagen ein strafbarer Akt, dieses Land verlassen zu wollen. Und man fragt sich natürlich angesichts auch der vielen Toten, die es an der Grenze gegeben hat, also 327 sind offiziell gezählt, aber wenn man die zusammennimmt, die noch über die Ostsee flüchten wollten und ertrunken sind, diejenigen, die in andere osteuropäische Länder fliehen wollten und umgekommen sind, dann geht man von rund 1.000 Toten an dieser innerdeutschen Grenze aus. Eine ganz brutale Bilanz. Und dann plötzlich fällt die Mauer. Und man fragt sich ja, wer trägt denn jetzt eigentlich die Verantwortung? Wer wird überhaupt zur Rechenschaft gezogen? Und es gab nur ganz wenige offiziell sozusagen thematisierte Beispiele. Die meisten haben irgendwie weitergemacht, sind eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit abgetaucht. Auch diese Tausende von Stasi-Mitarbeitern, irgendwie haben die dann später weitergemacht und sind wieder irgendwo untergekommen. Natürlich nicht in der Stasi. Aber zum Beispiel die Partei Die Linke ist ja immer noch dieselbe Partei wie die SED. Die haben sich mehrfach umbenannt, aber sind keine andere Partei. Haben auch immer noch dasselbe Vermögen von damals so. Aber einer, den man dann dran gekriegt hat, einer der ganz wenigen, war eben der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker. Schwer krank, gestürzt als Staatschef gewissermaßen, hatte Krebs,
musste dann kurz nach dem Mauerfall eine Operation sich unterziehen. Und ja, anschließend hat man gesagt, wo bringen wir den Mann jetzt unter? Er konnte nicht mehr in diese prominenten Siedlung nach Wandlitz zurück, einen Stadtteil am Rande von Berlin. Das war nicht mehr möglich, das war teilweise gesperrt und außerdem war es viel zu unsicher, weil er auch sicherlich von vielen Leuten bedroht wurde, die es nicht ertragen konnten, was er und seine Frau und sein ganzes System den Menschen angetan haben. Und in dieser Situation, und jetzt kommen wir ganz nah an unserem Film ran, hat die Partei einen damals sehr berühmten Rechtsanwalt, Vogel hieß der, beauftragt, an die Kirche heranzutreten und zu fragen, habt ihr zwischenzeitlich eine Unterkunft für Honecker und seine Frau? Wenn er irgendwo sicher sein kann, dann vielleicht bei euch. Und die Kirchenleitung hat das geprüft und hat dann an einen Mann gedacht, der ein klassischer Evangelikaler war. Uwe Holmer, Pfarrer Uwe Holmer, hatte eine große Familie gehabt, 10 Kinder. Ich habe vor 3 Jahren etwa mit einem seiner Söhne zusammen in Mecklenburg-Vorpommern eine Veranstaltung gemeinsam bestritten und da war Uwe Holmer auch da und da habe ich ihn nochmal kurz kennengelernt. Also ich kenne ihn nicht näher, aber ich durfte ihm da einmal begegnen. Und die Kirchenleitung kam dann auf Uwe Holmer zu. Er war damals der Leiter der Hoffnungstaler Anstalten. Das ist ein großes diakonisches Werk. 650 Beschäftigte waren das, 1000 Menschen, die dort versorgt wurden, vor allem Menschen mit Behinderung, Suchtkranke. Auch ein großes Seniorenheim war dort in Lobetal, 32 Kilometer nördlich von Berlin. Und man ist an Holmer herangetreten und hat gesagt, sind Sie bereit, Honecker zu nehmen? Und wir müssen uns vorstellen, was das für diese Familie bedeutet. Die hatten 10 Kinder, 8 von den 10 Kindern waren schon aus dem Haus. Keiner von denen hatte Abitur machen dürfen, weil der DDR-Staat das Christen verboten hat. Und die Frau, die Person, die als Ministerin für Volksbildung dafür maßgeblich verantwortlich gewesen war, war Margot Honecker, die im DDR-Volk noch viel verhasster war als ihr Mann. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich eine berühmte Pfarrerstochter, die trotzdem Abitur machen durfte. Eine berühmte Pfarrerstochter aus der DDR, die ein Luxusstudium absolvieren durfte, sogar im Ausland. Und das war unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber ihr Vater, ein Pfarrer, der extra aus dem Westen in den Osten gegangen war, hat ganz eng mit der Staatsmacht paktiert und sozusagen mit den Kommunisten teilweise Hand in Hand gearbeitet. Und von daher war es auch nachvollziehbar, dass seine Tochter dann diese Privilegien dort in diesem Land bekommen durfte. Nun, was hat Uwe Holmer gesagt? Von den 10 Kindern waren 8 aus dem Haus. Es war also etwas mehr Platz in dem Pfarrhaus dort in Lobetal. Und er hat darüber gebetet mit seiner Frau. Sie haben das geprüft. Und dann haben sie gesagt, wir wollen das machen. Und sie hatten im Grunde genommen 2 Motive. Das eine Motiv war, wir wollen ein Zeugnis dafür geben, dass Christen vergeben. Und dass wir bereit sind, diejenigen aufzunehmen, die uns als Christen teilweise verfolgt haben während der DDR-Zeit. Und ein Wort, das Holmer dabei mit Sicherheit vor Augen hatte, waren die Worte Jesu aus der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das wurde damals im jüdischen Umfeld etwa in den Schriften von Qumran so teilweise gesagt. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel erweist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das war einer der Verse sicherlich, die Holmers dabei geleitet haben. Und ein zweites Motiv, was sie hatten, sie haben sich gesagt, das ist eine Chance. Eine Chance diesem kommunistischen Ehepaar. Honecker selbst hatte schon schwer Krebs, von dem zu erwarten, dass es nicht mehr lange leben würde. Diesem kommunistischen Ehepaar eine Möglichkeit zu geben, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Und dann haben sie sie in ihrem Pfarrhaus aufgenommen. Und es hat sich dann jetzt vor 1-2 Jahren einer der sicherlich bekanntesten und herausragendsten deutschen Schauspieler, nämlich Jan-Josef Liefers, gefunden.
Und er war von dieser Person Holmers so fasziniert. Er ist ja selber in der DDR aufgewachsen, hat in der DDR seine Schauspielausbildung absolviert, hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren auch als sehr mutig erwiesen durch größere Aktionen, die Künstler gemacht haben, um auf die Problematik der Corona-Maßnahmen hinzuweisen. Alles dicht machen war eine Aktion und die andere alles auf den Tisch. Und da war Jan-Josef Liefers einer der führenden Köpfe. Und ihn hat diese Figur des Uwe Holmer so fasziniert, dass er gesagt hat, ich mache einen Film. Und dann ist der Spielfilm daraus geworden, den wir uns heute Abend anschauen wollen. Roundabout anderthalb Stunden wird er dauern, aber es lohnt sich. Der Film ist so spannend, dass ich ihn mir gerne heute Abend noch ein zweites Mal angucke. Im März wurde er zum ersten Mal ausgestrahlt. Und damals habe ich zu meiner Frau gesagt, darüber müsste man mal einen Abend in der Jugend machen, weil das einfach ein Schlaglicht auf die Situation wirft damals und weil es sehr spannende Folgefragen für unsere Situation heute stellt. Und ich möchte euch zum Schluss jetzt dieser Einleitung im Grunde genommen drei Fragen mit auf den Weg geben, die ihr sozusagen im Hinterkopf mit bewegen könnt, während ihr diesen Film anschaut, während wir diesen Film anschauen. Und dann haben wir die Möglichkeit hinterher, uns darüber auszutauschen, eine Diskussion zu führen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Erste Frage, dass der Film spielt 1990, also im November 89 fällt die Mauer, im Januar 1990 brauchen die jetzt für den Staatsratsvorsitzenden quasi ein Notquartier, weil sie ihn nirgendwo anders mehr unterbringen können. Und er wird dann 10 Wochen mit seiner Frau zusammen, 10 Wochen dort in einem der Kinderzimmer von Holmers untergebracht sein. Und die erste Frage, man sieht trotzdem noch viele Merkmale aus der ehemaligen DDR-Zeit, weil das ja immer wieder im Rückblick auch thematisiert wird. Gibt es Spuren dieser Merkmale auch heute in unserer Situation, gut 30 Jahre später? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist eine Doppelfrage an Honeckers. Wie ist das mit der Frage der Schuld? Wie gehen Kommunisten damit um? Lassen Sie das an sich ran. Wie taucht das überhaupt in Ihren Gedanken auf? Also Frage der Schuld. Spielt das eine Rolle? Wie verhalten Sie sich dazu? Wenn ihr überlegt, 1000 Tote an der innerdeutschen Grenze, unheimlich viele zerstörte Biografien. Es wird an einer Stelle, ist eine super spannende Stelle in dem Film, wird ein junges Mädchen auftreten, so repräsentierend die damaligen Jugendwerkhöfe. Das waren Umerziehungsanstalten für junge Menschen, die sich nicht angepasst haben. Und an dieser jungen Frau wird auch etwas deutlich werden von dem, was Margot Honecker und ihre Spezialisten dort mit den Menschen teilweise gemacht haben. Also, das ist die Frage 2a, Frage der Schuld, wie gehen Kommunisten damit um? Und Frage 2b, das ist dann auch schon die letzte, dass sie den Film mal daraufhin mitbeobachtet, gibt es Momente in diesen Gesprächen, in diesen Begegnungen zwischen Holmers und Honeckers, wo sich möglicherweise ja fast so was wie eine Tür auftut, entweder bei Erich Honecker oder bei Margot Honecker. Gibt es solche Momente, wo man den Eindruck hat, jetzt öffnet sich ein bisschen was und vielleicht fangen Sie mal an, darüber nachzudenken, ob der Glaube, ob Jesus eine Realität sein könnte oder nicht. Also achtet mal in diesem Film darauf, gibt es solche Momente oder gibt es sie nicht in den Begegnungen? Ja? Das sind meine drei Fragen. Also von hinten nochmal die Frage der vielleicht für Sekunden geöffneten Türen. Dann die Frage der Schuld. Wie gehen überzeugte Kommunisten damit um? Und die andere Frage, die ist nicht so entscheidend, aber die kann man auch mitlaufen lassen. Gibt es Spurenelemente dessen, was wir durch diesen Film über die ehemalige DDR lernen, die wir möglicherweise heute in Anfängen in unserer Gesellschaft wieder entdecken? Jetzt können wir uns darauf freuen, auf 90 spannende Minuten. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Livestream. Die Hörer, die dabei sind, haben die Chance, diesen Film sich jetzt ebenfalls anzuschauen über die ZDF-Mediathek. Honecker und der Pastor. Der Pastor war Uwe Holmer und der Pastor von der BEG tritt jetzt ab und wir lassen den Film anlaufen. Bitteschön.